Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Zurzeit findet die Fußball-Europameisterschaft statt. Dieses Jahr treten 24 Mannschaften an, mehr als zuvor. Doch man sucht die kosovarische Nationalmannschaft auf dem Spielplan vergeblich. Der lange Weg des Kosovo in die Normalität, in die internationale Gemeinschaft, spiegelt sich also auch beim Sport wider. Ja, die Nationalelf des Kosovo hat erst kürzlich ihr erstes Länderspiel gespielt, am 3. Juni. Und dieser Weg in die Normalität ist ein langer Weg, und Deutschland begleitet diesen Weg seit vielen Jahren. Wie nötig diese Unterstützung in vielfältigen Bereichen ist, ist mir auch bei meiner letzten Reise ins Kosovo noch mal deutlich geworden. Ich durfte hier unseren Bundesentwicklungsminister Gerd Müller begleiten. Und wir hatten dort auch die Gelegenheit, mit den Soldatinnen und Soldaten zu sprechen, die dort an der KFOR-Truppe im Einsatz sind. Und sie schrieben die Lage als weitgehend ruhig, jedoch auch als schwer berechenbar. Unsere Männer und Frauen in Uniform stellen das zweitgrößte Kontingent in Kosovo und tragen dort maßgeblich zur Stabilisierung und Normalisierung vor Ort bei. Und die Präsenz der KFOR-Truppen ist nach wie vor Garant für die Sicherheit des Landes. Zwar kam es zuletzt teilweise zu gewaltsamen innenpolitischen Auseinandersetzungen, doch es hat sich die politische Lage wieder beruhigt. Zwar wird der Normalisierungsprozess immer wieder von ethnischen Spannungen begleitet, doch diese konnten von der kosovarischen Polizei entschärft werden, bevor die Lage eskalierte. Die Polizeikräfte kontrollieren, gut ausgebildet von den KFOR-Truppen, selbstständig die Lage im Land. Unsere Soldatinnen und Soldaten sind jedoch weiterhin wichtige Begleiter und Vermittler vor Ort. Und weil sich die Sicherheitslage verbessert hat, unterstützen wir auch das neue Konzept zur flexibleren Anpassung der Truppenstärke und senken die Mandatsobergrenze von 1850 auf 1350. Dennoch ist die KFOR-Mission nach wie vor eine tragende Säule des umfassenden, vernetzten Ansatzes, den wir gemeinsam mit unseren Partnern im Kosovo verfolgen. Denn nur in einem sicheren Umfeld sind politische Fortschritte und Entwicklung möglich. Und diese braucht der kleinste der Balkanstaaten dringend. Dementsprechend sind auch der wirtschaftliche Wiederaufbau, die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, gerade auch durch Bildung und Ausbildung, wichtige Ansatzpunkte der deutschen Entwicklungszusammenarbeit. So werden beispielsweise in Pristina mit deutscher Hilfe Kfz-Mechaniker ausgebildet. Der Besuch in der Berufsschule vor Ort hat uns gezeigt, durch solche Projekte erhalten die jungen Kosovaren eine Perspektive für eine Zukunft in ihrer Heimat. Weitere Schwerpunkte des deutschen Engagements sind die Förderung von Demokratie, Zivilgesellschaft und öffentlicher Verwaltung sowie der Aufbau einer nachhaltigen Energieversorgung. Insgesamt haben wir in den vergangenen 15 Jahren etwa 510 Millionen Euro in die Entwicklungszusammenarbeit mit dem Kosovo bereitgestellt. Aber, meine Damen und Herren, wir werden auch weiterhin einen langen Atem brauchen bei unseren diplomatischen, entwicklungs- und sicherheitspolitischen Bemühungen. Um noch mal auf das Bild des Fußballs zurückzukommen. Die junge kosovarische Fußballmannschaft hat also ihr erstes Länderspiel absolviert. Nun wird sie sich auch an der Qualifikation für die Fußball-Weltmeisterschaft 2018 beteiligen. Das ist sportlich der nächste Schritt. Und damit Kosovo nicht nur sportliche Fortschritte macht, braucht das Land weiterhin unsere Unterstützung. Und deshalb bitte ich Sie heute um Ihre Zustimmung zur Verlängerung des KFOR-Mandates. Vielen Dank. Vielen Dank.